So, hallo und herzlich willkommen. Da bin ich wieder, frisch und munter. Wir werden jetzt hier in dieses komische Center hier reingehen und einfach mal gucken, was hier so abgeht. Ich habe jetzt nebenbei nochmal mein Handy-App hier aufgemacht, dieses Pokémon Go. Einfach mal. Für den Fall der Fälle, falls ich es halt brauche, ne? Ich warte hier auf meinen Vater. Er hat gesagt, dass ich alle Pokémon bekomme, die er fängt. Ich hoffe, er kommt bald. Ich bin schon ganz hibbelig. Alter, rück dich mal. Aha. Wow, wie cool. Mein Schwesterherz hat mir Pokémon auf meiner Nintendo Switch geschickt, Mann. Die Mucke. Ihr Bruderherz, ich gebe dir meinen Kangama, Ponita und Dratini. Aber ich will es persönlich gefangen. Oh, das ist doch die Pokémon Go Mucke. Ich frage mich, ob Erik verstanden hat, dass aus uns beiden nichts wird. Nachdem ich ihm eine Abfuhr erteilt habe, ist der freundestrahlend davongeschlendert. Merkwürdig. Tja. Ich hab's Erik gesagt. Er wollte nicht hören. So. Willkommen, Go Park, Mann. Was möchtest du tun? Pokémon übertragen? Keine Ahnung, ja. Go Park 1. Okay. Gut. Ich soll die Einstellung öffnen. Y. Und mit Pokémon Go verbinden. Wenn sich hier mal die App öffnet, ey, was ist denn los, ey? Ja, ist schön. Alles klar. Möchtest du dein Spiel mit einem Pokémon Go-Konto verbinden? Ja. Muss ich die Software jetzt offen haben? Das Programm, es öffnet sich nicht. Das kann nicht so lange laden. Oder sie machen heute Wartungsarbeiten oder so ein Schrott. Ne, jetzt geht's. Okay. So, ich bin drinne. Bottogel. Wow, ich kann Bottogel fangen. Das ist ja der Knaller. Hier ist ein Smogon vor mir aufgetaucht. Das ist auch ein Knaller. Warte mal, Smogon kann ich fangen. Ja, Smogon gibt es ja nicht, ne? In der Pikachu-Edition. So, ich suche mal nochmal. So, Smogon ist gefangen. Das ist schön. Ja, dass ihr es nicht seht. Aber ist auch nicht schlimm. So, okay. Zeig mal her hier. Muss ich vielleicht auch noch was machen? Einstellungen. Musik. Bla bla bla. Push-Mitteilungen. Konto. Google. Nintendo Switch. Ja, Bluetooth. Ne, Bluetooth ist deaktiviert aktuell, wenn sie Bluetooth. In den Einstellungen. Ja gut, ich aktiviere Bluetooth und dann werde ich eine Verbindung zu der Switch herstellen. Mit Bluetooth? So ein Ding. Yeah, alles klar. Jetzt wird getauscht, Leute. So, wir sind verbunden. Ich möchte Pokémon übertragen. Zeig mal her, Pokémon Park 1. Du hast noch Platz für 50 Pokémon. Ah, alles klar. Ich glaube, mehr werden es auch nicht. Jetzt muss er schon wieder suchen, ey. Aber ich bin noch verbunden, oder? Nintendo Switch. Ja, ich bin noch verbunden. Ist ja blöd. Ich dachte, ich bin jetzt schon verbunden generell. So dauerhaft oder so. Schnellstart. Deutsch. Das ist ja einfach voll her merkwürdig. Was soll das denn? Was ist denn los, ey Mann, ey. So, ich soll in Einstellungen reingehen und dann darüber. Und den Switch habe ich schon gemacht, sondern soll ich hier hin das machen? Das habe ich auch schon gemacht. Konto von Chase gefunden. Okay, gut. Dann Verbindung zum Pokémon G-Konto. Hergestellt.
Dann kann ich dahin, kann die Viecher nehmen und kann die rübertauschen, oder was? Ja, ich verstehe das nicht. Warte mal, ich irgendwie. Irgendwie verstehe ich das nicht. So, ich gehe jetzt hier auf Pokémon, gehe auf meine Pokémon. So, dann kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, hier sind Geowatts. Dann muss ich erstmal die Favoritensymbol wegnehmen. Stern wegnehmen. So, okay. Jetzt habe ich einen Geowatt. Pokémon auswählen. Ich nehme Geowatt. Und übertrage es auf die Nintendo Switch. Möchtest du wirklich ein Pokémon auf die Nintendo Switch übertragen? Die Übertragung kann nicht rückgängig gemacht werden. Ja, ist doch okay. Bist du sicher, dass du das übertragen willst? Ja. Nintendo Switch wird gesucht. Pokémon übertragen. Ja. Ja. Ach, okay. Ich muss natürlich hier in der App auch noch, ne? Man muss in der App ein Pokémon schon aussuchen und dann das rübertauschen. Und nun haben wir ein wunderbares, wunderbar tolles, super schönes. Sieht man nicht. Okay. Und ich krieg Bonuserfahrung. Wunderbox ist jetzt erhältlich. Öffne die Wunderbox und deinen Beutel. Höchst interessant. So, dann habe ich noch dieses Pokémon. Ja, ich tausche hier mal ein paar rüber. Lypsiana, glaube ich, brauchen wir nicht tauschen. Das hat keinen Sinn. Habe ich hier noch ein Ammonitas? Bestimmt habe ich hier noch ein Ammonitas, ne? Oh, guck mal, ein Ponita habe ich auch. Da war ja mal was, ne, mit Ponita. Guck mal, Ammonitas habe ich. Nehme ich da auch mal den Stern schon raus. Habe ich hier ein blödes Gnuvensa? Einfach nur ein Gnuvensa. Na, ich habe ein Ultrigari, habe ich schon gesehen, aber ein Gnuvensa, glaube ich, weiß ich doch auch nicht. Ein Dratini könnte ich mir jetzt rübertauschen. Aber das lassen wir mal. Das ist jetzt voll der spannende Part für euch, weil ihr seht jetzt eigentlich gar nichts. Eine Rettung kann ich mir noch rüber tauschen. Ein Gengar habe ich hier auch noch. Ja gut, Gengar kommt auch noch rüber. Düb, 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 düb. Das ist Smogon, das muss natürlich auch noch rüber. Hier habe ich noch mal einen Sandan. Ne, einen Sandan nur. Brauche ich aber nicht. Leute, ich bin gleich fertig. Ja. Einen Moment bitte. Dauert nicht mehr lange. Ein Ultrigari habe ich halt, ne? Aber kein Knurwenser. Deshalb tausche ich das mal nicht rüber. Ein Rosana habe ich hier noch, aber das will ich erstmal auch nicht rüber tauschen. Diep, diep. So, Golbat Ponita. Ne, Ponita lasse ich mal. Parasect, Enddron. Das sind alles so noch nichtssagende Pokémon. Die brauche ich eigentlich nicht rüber tauschen. Ein Pinsir. Was denn mit Pinsir? Pinsir können wir doch rüber tauschen. Tauschen wir Pinsir noch rüber. Und Vulnona habe ich. Wie sieht's denn aus mit Vulpix, Leute? Ja, also ich hatte hier noch einen Vulpix unten gefunden. Habe ich einen Vulpix? Ne, ich habe keinen Vulpix, verdammt. Ich habe es nämlich so mal gemacht, dass ich hier mal die Unterentwicklung gelöscht habe. Ja gut, Leute, das reicht. Ich tausche jetzt hier mal ein paar rüber. Also du. Dann du und du. Und du. Ihr könnt rüber. Ist da noch eins? Nee. Let's go. 7 Pokémon werden übertragen. Dip, dip. Das ist ja richtig krasser Party heute. Aber gut, was soll's. Muss halt auch geben, ne? So ein Pokémon-Part. So, da sind sie alle. Alle übertragen. Nice. Und ich halt wieder einen Bonus von 100 XP und eine Wunderbox habe ich. Das ist ja Wahnsinn. Und hier ist ein Pikachu. Ich brauche aber kein Pikachu mehr. Okay, gut, dann gehe ich immer aus der App raus. Dann sind wir hier erstmal fertig. Ich wieder meinen Bluetooth ausmachen. So, Bluetooth. Und jetzt gehen wir mal in den Pokémon Go Park.
Und so wie ich weiß, müssen wir die jetzt nochmal fangen. Was ist jetzt, wenn die jetzt flüchten? Sind die dann komplett weg? Mal gucken. Pokémons, wo seid ihr? Wo seid ihr denn? Können überall sein, oder? Da ist Morgan zum Beispiel. Ach, guck mal. Ach, na, guck doch mal. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Unten rettern. Fangen. Das heißt, den verschieben. Ne, komm, wir fangen es mal. Ja, das ist dann wohl die neue Safari-Zone. Hm. Da vermisse ich so ein bisschen die alte, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist zwar ein cooles Gadget, sage ich mal. Es wäre auch cool, wenn man so ein Haus hätte. Wie das hier. Aber man hätte ja noch die normale Safari-Zone drin halten können, oder? Also, das finde ich jetzt so ein bisschen schade, dass man das einfach nur ausgetauscht hat und nicht mehr die Möglichkeit hat, nochmal eine Safari-Zone zu machen. Oder zu begegnen. Finde ich so ein bisschen schade. So, komm, jetzt holen wir uns mal jetzt Gengar. Hallo, Gengar. Gengar. Jo. Also diese Tausch-Pokémon. Mushroomai hatte ich natürlich nicht gehabt. Deshalb kann ich jetzt auch dieses Mushroomai nicht vertauschen. Ich gebe ihm mal eine Himbeere. Willst du mich nicht verkacken? Hallo, gerade auswerfen bitte. Oder so. Frag mich, welches Level das Gengar ist. Großartig! Yeah! Bin wahrscheinlich nur beschäftigt, hier die Pokémon zu fangen. Aber cool, wir haben Gengar. So muss das sein. Yeah! Level 45. Schön. Jetzt kommt Geowas. Schönes Pokémon. Finde ich echt cool. Hätte ich gerne in mein Team reingemacht. Aber schon früher halt. So. Ihnen gebe ich auch mal so eine Himbeere. Ich weiß halt nicht, wie es ist. Ob man halt verkacken kann oder nicht. Ja, da werf doch mal gerade. Was ist, wenn die flüchten? Dann sind sie von meinem Spielstand am Handy weg und vom Spielstand hier. Oder können die überhaupt flüchten? Ich weiß es nicht. Ich will es aber auch gar nicht herausfinden, muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier haben wir noch Rizeros. Aber erstmal ist wichtiger das Ammonitas. Das ist nämlich das Fossil-Pokémon, was wir nicht mehr haben können. Kabuto haben wir ja. Jetzt haben wir halt noch Ammonitas. So, dann gehen wir natürlich auch wieder in eine Biere. Die sind irgendwie alle relativ rot, ne? Obwohl wir auch Hyperball haben. Alter, ich werf doch gerade, Mann. Manchmal verstehe ich diesen. Ja, irgendwie ist es doof, die Verbindung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Verbindung ist doof. Reutel. Himbeere. Und ziehen. Was? Ah, okay, wir haben immer wieder die Möglichkeit. Ein Glück, ey, das wäre ja echt fies, ne? Alter, okay, wir haben es herausgefunden. Wir haben es herausgefunden. Alter, mein Herz ist gerade in die Hose gerutscht. Also in die Schuhe eigentlich. Ich werf doch gerade. Blödes Vieh, ey. Geht doch. Klasse, mein Ammonitas wurde gefahren. Yay.
Akani kann auch mal langsam Level aufsteigen. Finde ich. So, dann habe ich noch ein schönes Pinsir. Guck, wo wir Sichlor finden. Jetzt gibt es ja die Safari-Zone. Wo finde ich Sichlor? Ja, genau. Einfach fabelhaft. Und brichst doch eh wieder aus, oder? Nee, doch nicht. Okay. Schön, Pinsir haben wir auch. Pinsir. Level 43. Oh, schönes Training, oder? Schönes Training einfach. Klasse. So, und hier haben wir noch. Warum sind hier zwei Smogons? Ich habe da eigentlich nur eins rübergetauscht. Oh Gott. WP 482. Oh, WP 888. Dann nehmen wir das. So, und zum Schluss fangen wir noch das Rizeros. Habe ich einfach reingemacht, weil ich habe 5 Stück oder so. Und bei mir gab es da ganz viele Rehörner zu fangen. Und dann habe ich halt mega viele Rehörner gefangen. Und habe die natürlich dann weiterentwickelt. Ne? Jetzt habe ich halt so viele Rizerosse gehabt. Die ich jetzt natürlich alle entwickeln muss. Fangen muss. Beziehungsweise nur eins reicht ja. Aber das Stärkste genommen. So. Vielleicht können wir den ja in unser Team packen. Irgendwann mal. Je nachdem, wie die WPs sind. Also ich habe jetzt keine Ahnung, die WPs sind relativ hoch, sind ja fast 2000 gewesen oder so. Ja, 23, okay, ist jetzt nicht so der Knaller. Da müssen wir ordentlich trainieren. Ja, 23, das ist ja kaum was, ey. Naja gut, dann kommt er nicht in unser Team. An sich aber schönes Pokémon. So, wir sind hier fertig. Ja gut, okay, ich fange das morgen auch noch, sonst ist es ja so alleine, ne? So, fertig. Klasse, Mann, das Morgan wurde gefahren. Yeah! So, und dein Level 44 für das Sandama, krass. Warum rastet das denn so aus? Warum leveln wir ja schon? Gut, dann war's das. Wir haben alle Viecher weggekloppt. Wo ist hier der Ausgang? Möchtest du... Was möchtest du tun? Ich möchte zurück zum Empfang. Ja. Bling. So, das ist jetzt die Safari-Zone, liebe Leute. Was kann ich denn noch machen? Was möchte ich tun? Übertragung, Go-Park, Spielwiese besuchen. Was sind die Spielwiese schon wieder? Okay. Ich brauche 25 Rehörner, dann kann ich auf die Spielwiese und kann mit den Rehörnern rumrennen, oder was? Das ist ja Spaß, ey. Okay, eine Spielwiese. So, okay, wir sind hier fertig mit der Fuchsania City. Schade. Dann werde ich mich noch eben schnell heilen. Und stelle mich dahin, wo es im nächsten Part weitergehen soll. Denn es wird sehr trainerreich. Es wird sehr, sehr, sehr trainerreich. Ich würde mir jetzt ja ganz gerne schon mal das Arktos holen, aber ich glaube, das macht uns noch. Naja, platt, glaube ich, macht es uns nicht. Weil wir sind ja auch schon annähernd an Level 50, aber ich glaube, da fehlen noch ein paar Level. Wir machen es nach Sabrina. Wir machen es der Reihe nach. Wäre uns bald wieder. Ja, hallo, mach ich. So. Boah, das wird richtig schlimm, ey. Da kommt jetzt richtig viel nochmal auf uns zu. Gut, mal gucken, ne, wie sie halt die Trainer platziert haben. Ob jetzt halt weniger auch sind oder genauso viele. Das werden wir jetzt halt sehen, ne? Da kann man die auch wieder hoch, ja. Was gibt's hier? In Fuxania City gibt es so viele seltene Pokémon. Das ist einfach der Knaller, Mann. Leider ist es verboten, die Pokémon zu fangen, die in der Stadt leben.
Tja. Hallo Game, erinnerst du dich an mich? Ich bin der Professor Eichs Assistent, Mann. Hab mir gesagt, es soll ein tolles Item geben, wenn du 50 hast. Hast du 50? Klar. Bestimmt der Detektor, ne? 78 Pokémon habe ich jetzt schon. Hä? Was ist denn? Unmöglich, habe ich jetzt. Ich hab's verloren. Was mache ich jetzt nun mal? Ich habe nichts, was ich dir geben könnte. Ich hab's, Mann. Geht denn bei ihm ab? Hui. Hier bitte. Assistenten-Set. Ach, der hat sich umgezogen. Was ist denn das für ein Schwachsinn, ey? Okay, jetzt gucken wir jetzt noch ein bisschen an. Wir haben ja noch Klamotten. Outfit für Wurzler machen wir erstmal. Kopfbedeckung. Da haben wir Safari. Okay. Und Assistentenhut. Wow. Kleidung. Safari. Voll Armee, ey. Und Assistent. Okay. Game to play. Kopfbedeckung. Assistent. Weiße Mütze. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus. Safari. Ja, nee, komm, wir machen mal die weiße. Yay. Oberteile. Assistent. Sieht auch nicht schlecht aus. Safari sieht aber auch nicht schlecht aus. Aber wir machen mal Assistent. Und Hose ist wahrscheinlich auch weiß, ne? Ja. Safari. Komm, wir auch wenn wir mal Safari machen. Kommt ein bisschen Farbe rein, ne? Assistenzschuhe, Safari-Schuhe. Was haben wir jetzt für Schuhe? Aha. Nehmen wir mal die hier. So, dann zeigen wir noch die Tasche. Die ist natürlich sehr interessant. Assistenz. Naja, die sieht doof aus. Also doof sieht es nicht aus, aber es passt nicht zu unserem Stil. Wir machen hier diese Safari-Tasche, die sieht echt cool aus. Die sieht wirklich gut aus, ey. Krass. Und dann sind wir das hier, das neue Ich. Ja, sieht auch cool aus. Gerade auch die weiße Mütze mit diesem braunen Logo drauf. Passt. Das ist ein bisschen Braunton, ne? So, Leute, aber der Part ist schon wieder so lang, ne? Hehe, wird wieder gemeckert. ja. Das soll es für mich jetzt gewesen sein. Wir machen hier im nächsten Part weiter. Hier gibt es sehr, 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 sehr viele Trainer wahrscheinlich. Oh, geh bloß weg, Duflo. So, ich speichere hier noch ab. Dann düsen wir hier hoch. Und dann peilen wir die Sabrina an. Dann geht's ja schon fast zur Zinnoberinsel. Mann, 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 Mann. Na gut, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und vielen Dank für die Kommentare. Und bis denn, ne? Tschüss, tschüss.